Wenn hier ankommt, dann kann ich den Auszug hier rausziehen und das ist ein 12 Volt thermoelektrischer Kühlschrank, eine richtige Energieschleuder, zieht um die 60, 70 Watt permanent, also etwa 10 mal mehr, 12 mal mehr wie ein Kompressorkühlschrank. Ist ein Muster, habe ich bekommen. Und der ist 37 hoch, 39 breit und 40 tief. Wenn ihr Götz kennt, das war mein Lehrbetrieb, bester Lehrmeister der Schweiz, gibt's nicht mehr. Und glatt hier an diesem Kühlschrank, hier habe ich eine Heating Pipe, also das heißt, das Peltier-System gibt seine thermische Wärme hier an der Rückseite ab. Das heißt, wir verdampfen hier drin, es kondensiert runter, schön mit Gefälle und dann läuft es hier rein. Wir haben hier ein Netzgerät drauf, 230 Volt und hier wird der dann über 12 Volt, hier direkt ein Stecker, das kann ich auch messen. Also wenn ich jetzt hier einstecke, seht ihr 12 Volt, das ist also ein 12 Volt Kühlschrank mit einem Netzgerät davor. Wenn ich diesen Kühlschrank jetzt aber so aufstelle, dass sich das Gas hier sammelt, kühlt der Kühlschrank nicht mehr. Das heißt, das Teil im Segelboot bzw. im Wohnmobil oder so einzusetzen, macht keinen Sinn, weil er nicht kühlt und ich vielleicht mal schräg bin. Also ich muss den Kühlschrank, den hier wegen des Kondensators so hinstellen, dass er schön gerade steht. Die Anwendung ist auch mit dem Netzgerät fest montiert, natürlich stehend, stationär in einem Hotelzimmer oder sonst eine Anwendung. Das ist ein Mustergerät. Wenn jemand Interesse hätte an dem Teil, kann er mir schreiben. Wir werden es nicht ins Sortiment aufnehmen. Hier mache ich euch einen Link über Energieverbrauch von Kompressor-Peltier-Kühlsystemen, Hotel-Minibaren in dem Sektor und ich wünsche euch einen schönen Tag.